Gestern wurde ein neues Sea of Thieves Update angekündigt. Das trägt den Namen Ashen Winds und erscheint schon nächste Woche Mittwoch. Was wir alles Neues bekommen und was es mit einem Flammenwerfer auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video. Starten wir erstmal mit zwei Änderungen, was den PvP angeht. Da soll es zum einen starke Änderungen an der Hit Registration gegeben haben und auch die Schadensverteilung soll angepasst worden sein. Denn da konnte man ja bisher zum Beispiel durch Schiffe durchschießen oder durch die Masten der Schiffe und das soll eben jetzt geändert worden sein. Wir sehen aber auch in einer weiteren Einstellung, dass es immer noch möglich sein wird, durch die Treppen von Schiffen zu schießen. Außerdem soll uns eine neue Gefahr mit dem neuen Update erwarten. Was das ist, wurde noch nicht verraten, aber wir sehen auf dem Titelscreen bereits den Schädel von Flameheart. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich denke, dass Flameheart in dem nächsten Update kommt. Davon gehe ich nämlich mal ganz stark nicht aus, sondern wir werden irgendwas in die Richtung, was eben auch die Story weiter vorantreibt, bekommen. Diese neue Gefahr soll als Belohnung den Ashen Winds Skull droppen und den können wir zum einen für sehr viel Gold beim Seelenorden verkaufen, zumindest wurde das gesagt, da können wir mal noch gespannt sein, für wie viel Gold das dann wirklich sein wird und wir können den aber auch als Flammenwerfer nutzen und damit Schaden an Spielern, Skeletten und Schiffen machen. Je mehr wir den benutzen, desto weniger Gold ist er dann am Ende aber beim Verkaufen wert. Außerdem soll noch einiges an der Accessibility, also an der Zugänglichkeit, geändert werden. So soll es einen sogenannten Single-Stick-Mode geben, der quasi alles auf dem Controller auf einen Stick verschiebt, also gucken, laufen, etc. Außerdem soll man automatisch die vertikale Kameraposition anpassen können, also dass die immer auf den Horizont gerichtet ist. Und es soll auch eine Option geben, die automatisch Hochschwimmen ermöglicht. Ich möchte euch jetzt noch kurz meine Einschätzung zu diesen Themen mitgeben. Die Hit Registration ist auf jeden Fall schon lange überfällig. Ich glaube aber, dass wir auch nach dem Update noch einige Fehler haben werden. Die Schadensverteilung, die sich an den Schiffen ändert, die dürfte für viele erfahrene PvP-Spieler eine große Änderung wirklich sein. Ich persönlich finde die jedoch gut und finde es trotzdem gut, dass man auch noch durch die Treppen schießen kann. Ich bin sehr gespannt auf die neue Gefahr und frage mich tatsächlich noch, wie wird es aussehen? Wird es ein regelmäßiges Encounter sein, was quasi erscheint wie ein Megalodon oder was erscheint wie ein Raid oder wird es etwas sein, was wir über Missionen bekommen können und ich bin auch wirklich gespannt auf den Flammenwerfer, bin dem Ganzen aber eher ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt, weil ich das jetzt, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sehr hingezwungen, da jetzt einen Flammenwerfer reinzubringen, obwohl es gar nicht so gefordert war von der Community. Und was man eben auch im Video sieht, ist, dass der Flammenwerfer halt auch keine besonders große Distanz hat. Also ich bin mal gespannt, wo der wirklich sinnvoll nutzbar ist, weil man ja dann keine andere Waffe in dem Moment nutzen sollte. Die Accessibility-Features, muss ich persönlich sagen, werden mich nicht groß interessieren. Ist ganz nett, dass sie darauf fokussen, aber meiner Meinung nach sollte man noch ein bisschen mehr den Fokus auf Inhalte oder so Fixes wie die Hit-Registration legen. Was ist eure Meinung zu dem Update und zu den einzelnen Features? Schreibt mir die doch gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Versteht ihr? Wegen Flammenwerfer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps, Livestreams und Spekulationen sehen möchtest, dann abonnier doch gerne hier den Kanal. Denn hier bist du mal auf dem aktuellsten Stand rund um Sea of Thieves. Wir sehen uns auf dem Weltmeer, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!